Ich fange einfach mal mit der ersten an, die wir da haben. Industriesabotage. Irgendwas total Simples scheinbar. Ihr habt ja beide, tatsächlich. Die können wir zusammen machen. Du musst Alex hier dann auch noch annehmen am schwarzen Brett. Ja, sieht so aus, ja. Was muss ich? Okay, ich komme. Warte mal, ich habe jetzt... Es gibt einen neuen Spieler auf Fox. Das heißt, ich bekomme jetzt einen neuen Missionstipp oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich dachte jetzt, ich kann das einfach irgendwie anstarten. So, ich habe jetzt irgendwie angenommen. Auch. Industriespionage. Wunderbar. Jetzt muss man da der Reihe nach die Missionstypen machen. Und dann habt ihr das freigeschaltet und bekommt Erfahrung und Ruhm und Ehre und überhaupt. Und einen neuen Missionstyp. Aber der ist lustig. Okay. Sondereinsatz. Ich bin gerade jetzt echt am Überlegen, wie ich das jetzt auswähle. Na, pass auf, du gehst jetzt hier ans Missionsauswahl. Ja, genau. Da blinkt auch was beim Alex. Siehst du die zum Beispiel? Mit der weißen Raute? Da ist was. Ihr solltet dieselben haben. Ja. Genau. Nur nicht meins nehmen, da habt ihr nichts davon. Hab nur nicht was. Berge ein Datenträger. Oh jo. Ja. Dann machen wir die mal. Die sind lustig, aber ich weiß nicht, willst du die auf Stufe 3 schon machen oder? Weiß nicht, okay. Oder nicht? Dann komm dann. Kannst du ja auf Stufe 2 machen. So, hab's jetzt auf 3 gestellt. Gefährlich. Gut. Bin gerade am Überlegen. Hat sie jetzt automatisch? Warte mal, stopp mal. Die hat, glaube ich, die Mission nicht übernommen jetzt, ne? Wenn ich die angenommen hatte. So, jetzt bestätigen. Jetzt ist er auf Stufe 3. Jo. Genau. Ich bleib Schütze. Jawohl. Haben wir schon mal einen Datenträger irgendwann geborgen? Oder ist das jetzt nur so eine... Nee, ne? Nep. Das ist zwar ein kompletter Missionstyp, aber den kriegt er jetzt zum ersten Mal. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon das Spiel spielen und haben diese Mission echt komplett ignoriert bisher. Unfassbar. So, Alex stößt ein bisschen Aber die ist lustig. Die macht Spaß. Ja, der Missionstyp ist ausgewählt. Oh, ich kann ein Bier tun. Wir haben, was haben wir? Bier oder drehen Fallschaden. Finde ich gut. Habe ich Bier gehört? Bier bin ich dabei. Ja, ach so. Round of rodents, please. Na, aber es gibt noch mal ein bisschen Trinkgeld. Like you, Lloyd. Ah, dieses Event hier ist auch mittlerweile schon vorbei, ne? Ja. Schade eigentlich. Machen wir zum chinesischen Neujahr. Na dann. Komisch, gibt kein Valentinstag-Event, das hätte mich jetzt gewundert. Also irgendwie, weiß ich nicht, aber Zwerge haben wohl keine Geliebten, außer Gold und... Oder sich selber. Innerperlen. Naja, es mangelt hier so ein bisschen an weiblichen Zwergen. Was unter den Stollen bei den Zwergen passiert, bleibt unter Verschluss. Woran erkennt man den weiblichen Zwerg? Let's leave. Heißt ja auch Deep Rock Mountain, ne? Deep Rock Mountain. Haben nur einen Bart. Rundherum? Ja. Also von unten nach oben gekämpft, der andere wird von oben nach unten gekämpft. Wo sind wir denn überhaupt? Nicht schon wieder im Magma-Kern, oder? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich gucke da sowieso irgendwie nur so sekundär immer drauf, wo das ist. Aber das sieht ziemlich ähnlich aus, ja. Oder? Ja, ja. Was ist denn das jetzt oben rechts für eine Anzeige? Das ist die Anzeige, die wir zu tun haben, tatsächlich. Ich erkläre euch im Laufe des Spiels, wenn ihr wollt. Ja. Weil bis ich jetzt alles belaber. Nee. Die Hauptsache mir die Frisur gestutzt. Naja, ist noch alles dran. Nur ein bisschen nur Strom. Guck mal da hinten. Ja, hab's gerade gesehen.
Da kann ich doch hier locker durchbuddeln da, ne? Das ist aber so prädestiniert zum Durchbuddeln. Ah, und die weißen Blüten nicht übersehen. Alex? Hä? Wärst du so freundlich? Kommst du mal zu mir? Bist du denn da? Wir sind noch Nitra da hinten. Ja, ich bräuchte unterm Nitra mal eine Plattform, bitte. Danke. Steckt ihr mir die Milchschnitte in den Mund und anstatt dass ihr wartet, bis ich abbeiße, lässt ihr sie einfach stecken. Was ist das denn hier? Sabotage! Ja, eine getreue Mutter frisst das. Gute Nacht, Blackjack. Hey, das ist ja aber schon früh heute. Schlaf gut. So, ich habe uns jetzt irgendwo schon mal ein Loch durchgebuddelt. Jawohl. Es geht irgendwann mal ein bisschen bergauf, weil... Keine Ahnung, der Tunnel führt durch den anderen Tunnel. Oh, ja. Oh. Ja. Ist das auch sind so wieder oben. Die hast du gemeint, oder? Ja, genau. Ja, die Dinger. Haben wir eigentlich einen Mulli hier? Ja. Sehr gut. So, was würdest du sagen, wenn ich dir erzählen würde, dass sie eine abnormal hohe Schwäche gegen Feuer haben? Ja, aber ich habe auch eine abnormal hohe Schwäche gegen den ihren Schaden. Ja, aber du hast einen Flammenwerfer. Oh ja, und ich habe einen Molotov-Cocktail. Ja gut, ich sag mal, beim letzten Mal waren die halt ungefähr so 200 Meter weg und haben mich beschossen, ne? Und waren halt noch auf der anderen Ebene. Es war nicht so leicht, da mit dem Flammenwerfer ranzukommen. Die gibt's auch noch als Sniper-Türme. Die werden uns nachher ziemlich sicher noch auf den Sack gehen. Oh Gott, da unten ist noch mehr von den so. Da ist der Energiekern. Dieser Energiekern, dafür sind noch die zwei Dinger da auf der Anzeige, hat zwei Generatoren. Die müssen wir hacken. Ja, was sind das für Dinger? Das sind Schredder, die hast du als Granaten. Ja, aber ich finde es besser, wenn die auf meiner Seite sind. Ja. Okay, die haben eine Schwäche gegen die Spitzhacke. So, pass auf, Acht. Wenn ihr da an die Decke guckt, dann seht ihr diese Kabel. Da, wo die entlang laufen, müssen wir hin. An den Enden von den Kabeln sind die Generatoren. Also was ziemlich düster, ich sehe da keine Kabel mehr in der Düsternis. Da leuchten so vier Punkte da und nochmal vier und nochmal vier. Ach. Ich bin bald da, ich muss hier gerade mal Gold abholen. Ach du gehst in die andere Richtung, gut, dann kommen wir da mit. Oh Gott. Ja. Hä? Was war, warum? Weil Sprenger und ja, Alex kriegt jetzt dasselbe Problem. Ja, was macht ihr denn da? Bin tot. Okay. aber ich stand nur neben einem und der ging hoch und die anderen waren doch irgendwie ziemlich weit weg, dachte ich. Ja, irgendwie war eine Kettenreaktion. Drei oder vier ineinander. Das kann passieren. Wow. Das macht mich. Ich hasse das, wenn ich beim Goldluden gestört werde. Mag ich nicht. Ich komm nicht holen, Moment. Hört man mich um Hilfe rufen? Ich drück hier X. Ja. Ah, jetzt sagt er auch was hier. So, wir sollen uns trotzdem für eine Seite entscheiden. Ja, ich wollte eigentlich nur das Zückerli da mitnehmen. Das war. Ja. Ein bisschen kontraproduktives Zückerli. Jetzt habe ich weniger Hitpoints als vorher, trotz Zückerli. Dann gehen wir halt zum Alex jetzt. Hä? Der ist gerade zu dir gekommen. Ja. Ach so. Ja, dann gehen wir jetzt da, wo. Ach, keine Ahnung, Alex, ich folge dir jetzt da. Wo bist du? Ich baue doch nur Sachen ab. Ich mache hier gerade gar nichts. Ich guck nur. Da kommen ein Haufen Schredder angeflogen, wollte ich noch sagen. Muss man sehen. Die Turtles auch hier sind.
Komm, wir machen das jetzt ganz unkonventionell. Ich schieße hier eine Zipline hoch. Ja, was ist das hier? Da ist ein Laserstrahl. Ja, das ist einer dieser Sniper-Türme, von dem ich gesprochen habe. Finde ich nicht in Ordnung. Da wollte ich hin. Ja, schieß ihm doch ins Gesicht. Du siehst doch, wo der Strahl herkommt. Die Schule ist ein bisschen zu arg weit weg. Oh, das ist so wirklich weit weg. Da komme ich mit dem Flammenwerfer nicht hin. Alles gut, Happy. Ja, hat da auch jemand mit dem Schuss? Ja, das habe ich vielleicht verursacht hier. Hier ist noch so ein... Das sind ganz viele Blümchen hier, ne? Oh, und Nitra. Und ein Sniper-Turm. So, hier wäre noch so ein Event. Ah, ein, aber nur du bekommst Belohnung-Event. Na, so ist das nicht. Ich habe 2500 Erfahrungen gekriegt. Ah, na dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Nein, das hätten wir auch so mitgenommen. Also. Belautet haben. So, hier ist übrigens noch so ein scheiß Sniper-Turm. Verpiss dich. Das? Ach, das ist das Ding, okay. Ja, wollen wir das Event noch machen oder nachher? Oder? Das können wir auch auf dem Rückweg machen. Wir müssen nämlich dahin wieder zurück, wo wir hergekommen sind, wenn wir hier fertig sind. Also, wie ihr wollt. Achso, ja, mir ist es wurscht. Ich hätte gesagt, nehmen wir es halt gleich mit. Ich meine, das hat jetzt nicht ewig gedauert. Yep. Aber ich wollte eigentlich noch hier den letzten Tropfen Nitrat mitnehmen und komm nix mehr hin, ja. Ich glaube, ich komme da auch nicht hin. Alex, oder wie auch immer von euch beiden dann nochmal ein bisschen angeln möchte. So, der Curseite Grinder, wenn ihr den machen wollt. Ich habe hier gerade eine große Nitrat-Ader entdeckt, Moment. Machen wir jetzt das Event erst oder machen wir jetzt irgendwas? Das können wir machen. Weil ich bin hier bei den Würfelchen hier gerade noch. Ich hab das Nitrat, das war genau eins. Ja, so kenne ich ihn. Ja, das ist wie, weiß schon, wenn man mal die Naschpackung bis auf das letzte leer ist, dann sagt ihr, ne, irgendwer muss aufräumen. Hier ist irgendwo eine Pflanze. Nur ich du müsstest sie sehen, die ist links von dir, unten, du bist drüber. Ah, da. Oh Gott, da komme ich ja. Komme ich da irgendwie hin? Nein! Oh, nein. Warum machen wir es nicht einfach so? Ich will das letzte Mal. Weil ich sowas machen kann. Aber danke. Huch, da kommt was. Oh ja, wir haben Stufe 3, ne? Fällt mir gerade wieder ein. Macht alles ein bisschen mehr Schaden. So, ich komm. Sehr schön. Können wir schon, weil ich würde mal hier schon mal eine Versorgungsstation. Das kannst du tun. Das schicke ich hier schon mal Schlüssel rein. Das hier wieder. So, folgendes beim Curseite Grinder. Da kommen jetzt Prätorianer mit gelb leuchtendem Arsch. Und wenn wir die kaputt machen, dann fällt denen der Arsch ab und den müssen wir hier reinschaffen. Und schmelzen. Ärsche fahren. Die kann man mit normalen Waffen betätigen. Aber wir haben wieder ein Zeitlimit und eine Anzahl, die wir bringen müssen. Ach, Muli. Ach, Mute, das ist so ein Dödel, weißt du? Ich drücke hier einen Knopf und er schiebt mich einfach weg, während ich drücke. Look at it go! Curseite Analyzer booting up. Volatile Curseite deposits in the area are infecting the local wildlife. Get as many samples as you can from the infected beasties. Ach, es sind sogar Fliegende diesmal. Ist ja schick.
So, da ist so ein Kristall. Reinschmeißen. 13 Stück! Aber da klar. Ah, da ist auch wieder was. Macht tatsächlich Sinn, wenn da einer in der Mitte steht und wir werfen die hin, dann sind wir viel schneller. Die haben den Arsch offen. Also ich muss mit meinem Flammenwerfer sowieso ein bisschen näher ran, insofern. Da habe ich, glaube ich, mal eher nicht so in der Mitte stehen. Oh. Sechs von 13. Da hinten liegt auch noch eins. Nee. Ach so, und die haben... Lösen die sich auf, wenn man die zu... Eine relativ kurze Halbwertszeit, ja. Ja, ich dachte mir gerade. Oh nein! Ah, jetzt ist so runtergefallen. Na wurscht, das kommt noch. Ach ja. Knapp. Oh nö, das... Halbe Minute noch für eins. Überhaupt das. Wo holst du? Da ist er. Schick. Also, erfolgreich. So. Jetzt können wir mal da zu dem Energiegenerator stiefeln. Und da ein Knöpfchen drücken. Sieht aus wie so eine Presse. Ja. Ich ruf mal eine Heckenkapsel. Ja. Genau. Hoffentlich spawnt er nicht irgendwo in Bagdad. Das machen die gern. Ja, wir sind mal drei Gänge weiter, irgendwo nirgendwo. Viel Spaß. Ach, da oben. Packing Pod in position. Let's get it hooked up to the power station. Chop chop team. Hä? Was ist das? Patrouillenboot. What? Ja. Patrouillenboot? Es ist kaputt. Es ist auch anfällig gegen Feuer, offensichtlich. So, all diese Maschinen sind anfällig gegen Feuer. So, wir müssen jetzt... eine Leitung von der... vom Hacking-Pod zu diesem Generator herstellen. Und zwar hat der an der Seite so ein Fach, da kommen Kügelchen raus. Wo ist denn der Hacking-Pod? Da oben. Da. Ach, da hinten, da wo wir herkommen. Genau, und deshalb sagte ich ja, der kann auch in Bagdad landen, wenn er Bock drauf hat. Mach ich jetzt mit den Kügelchen? Da läufst du bis zum letzten Kügelchen, um das herum siehst du einen grünen Kreis und dort trägst du es an den Rand des Kreises und dann wird praktisch dieser Lichtbogen da verlängert. Aber es braucht jetzt nur noch dieses und wenn ihr noch welche habt, werft sie weg, die explodieren jetzt. Oh, ui, ui. Hat schon so komisch geleuchtet.
bisschen was. So, wenn wir den jetzt anschmeißen, müssen wir ihn beschützen. Passiert auf dem ganzen Weg was oder beschützen wir? Nein, nein, die kommen explizit zum Hacking-Pod. Also wir sollten uns da drumherum. Okay, ich hole das mal noch aus der Versorgungskapsel raus und dann kann ich hier mal drücken. So. Sind wir alle da? Alex, du könntest mit deinem Türmchen hier zu uns kommen. Hä, ich denke da oben. Das Hacking-Pod? Nee, nee, nee. Ach so. Nicht der Generator. Der ist wurscht. Ich wieder hoch. In dem Fall. Und wo kommen sie? Was meint ihr? Von da von überall. Oh, ich hätte vielleicht mal warten sollen, bis die Türen schon stehen. Jetzt hab ich nur gesehen, Alex, sag ich drück. Dir hilft im Aufbauen, das kannst du auch. Muss Molly da hinten. Die da denn an? Hol ihn, Bot. Was? Hier nicht. Ah, Mann. Das heißt, wir haben ja die ganze Zeit eigentlich immer... Ich dachte mir schon, dass das ist ein bisschen wenig an Missionsvielfalt. Was ist jetzt? Ach, der Exploder hat den Hacking-Pod wieder eingepackt. Ach, das geht zum Glück da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, ja. So, jetzt haut er wieder ab. Und wir müssen in die andere Richtung. Tschüss. Dasselbe Spiel nochmal. Ich dachte mir schon die ganze Zeit irgendwie, es sind so wenig Missionstypen, also... Wie, reichen 10 nicht? Naja, keine Ahnung, wir haben halt immer irgendwie so gefühlt dieselben 2 oder 3 gespielt halt, ne? Die Bohrrauben habe ich ja eigentlich immer nur dann reingeschmissen, wenn du da warst. Haben wir, glaube ich, bisher nur 2-mal gemacht. Also wenn ihr wollt, kommt die Seilrutsche hoch. Ich glaube, das geht schneller. Da oben ist aber noch ein Spieler. Aha. Ah, was ist denn? Oh Gott. Da oben ist noch so ein lieber Zeug. Nehmen diesen Kopfschuss. Verdammt. So, wo ist der? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, welche Seilwinde? Die da. Dann nehme ich die Seilwinde hier. Genau. Kann man die auch beschleunigen irgendwie? Nur abwärts leider, man muss so Wege gedrückt halten. Sieht schon cool aus mit diesen komischen pulsierenden Kern da. Ja, wir haben wieder Scharfschützentürme, 1,5 Stück. Ein Stück. Und wir haben auch hier Nitro. I'm getting too
Da hat einfach so eine Blume da rumhängen. Super. Voll drauf gebohrt. Die habe ich aber auch nicht gesehen. Rechtzeitig. Denkst du nichts bei, buddelst ins Gestein und hast du plötzlich ein Blümchen hier. Und genau. Auch so ein explosives. Was ist denn hier? Achso, ja, Schwarmneste. Oh. So, so sehen die aus. Wenn man die anhackt oder nur laut vorbeiläuft oder niest, dann kommen da irgendwie ein paar raus. Ich schon nicht. Ich buddel hier wirklich irgendwie alles aus, was irgendwie nicht unbedingt gut für uns ist. Oh ja, Doguk. Alex? Ja? Möchtest du deine Plattformen von da, wo du gerade bist, bis hier über eine Brücke schießen? Also bis hier zu mir bestenfalls. Wo bist du denn? Hier drüben beim Generator. Und wohin soll ich rüberschießen? Eine Brücke von da, wo du bist, bis hier rüber. Weil der Hacking-Pod ist da auch bei dir. Und ich habe keinen Bock, irgendwie alle Himmelsrichtungen zu bauen. Ja. Alter, das ist immer so. Versteht grad nicht, was du meinst. Einmal eine Brücke. So ja, von wo? Von deiner, wo? Von deiner, also von da, wo du bist, zu uns rüber. Guck mal, von da, wo es leuchtet, lauf, lauf, renn, eil, flieg, lauf, lauf, hallo, lauf. Gott. Ich hab's ungefähr 18 Mal gesagt. Ja, ich war festgehangen, was soll ich denn machen? Oh, ich hab keine Munition mehr, das ist nicht schlecht. Kann das Ding einfach sterben, bitte? Lauf. Oh, ist das schön. So, also gut. Riesensprenger kennen wir ja schon. Sind aber nicht jeden Tag zu Gast, zum Glück. Ja. Wow, da hat er aber schon ein bisschen einen Bums hinterlassen hier. Mhm. Auf Magma-Karten sind die gemein, weil die Magma hinterlassen, statt nur Scheiße. So, wo ist jetzt meine Brücke? Ah, du kannst jetzt schau mal, von diesem Punkt. Oh, was gefunden. Nitra. Rückwärts zu dir, wo du stehst. Genau, eine an die andere. Sehr schön. Also. Jetzt können wir nämlich. Ich würde gern das Lirne da oben noch abbauen. Ja. Okay. Was ist das oder da hinten? Was? Ja, was ist denn das? Ja, da wollen wir hin, unbedingt. Kannst du mal. Guck, stell dich mal dahin, wo der Daniel steht. Und dann kannst du da einen Weg hoch aus Plattformen schießen, wenn du noch Munition hast. Und dann können wir da hochhüpfeln. Hier an der Wand lang, zum Beispiel da eine und da eine und da eine und dann mal gucken, was wir daraus machen. Ob wir da hin können. Jetzt weil da kann sitzt ich uns doch wahrscheinlich auch ein bisschen durchbohren hier, ne? Auch das. Ja. Aber da hockt ein Error Cube, der gibt auch nochmal 2500 Erfahrung. Ich mach hier schon mal so Kügelchen Sachen. Ich glaube, ich bin da schon im Herzen fast. Das pulsiert hier schon nämlich rum. Das ist gut. Ja, aufheben. Ich hab was. Ach, das war nur ein einmaliges Ding, was da drin war. Ja, das ist für ja, die okay. Innerperle. Schaut lustig aus, das Teil. Wenn du willst kommen, guckst du an, der Daniel schleppt's gerade durch die Gegend. Naja, ich werd's mal wieder sehen. Ich guck gerade nach anderen Loot. Du
wieder so ein Kackspalt hier. Will ja auch schon mal wieder Versorgungsdepot hin. Hey, spar die ein bisschen, wenn's geht. Bitte? Spar die Supply Pots ein bisschen. Wir brauchen am Ende mindestens zwei übrig. Ja, ich glaube, wir haben zwei Stück locker. Ja. Da, auf das Ding habe ich gewartet. Das habe ich schon gehört, aber nicht gesehen. So, ist die Reihe durch? Ja, ne? Daniel? Ja? Nee, Alex meine ich. Schieß mal da oben eine Plattform rein, wenn du noch welche hast, bitte. Da reinschießen? Ja, ja, sonst kommen die da runtergekrochen, die Bimmeldinger. Ey, wer hat dich denn angelogen? Wo bist du überhaupt? Danke. So, können wir Hacken anstatten, oder? Oder fehlt noch Kugelchen? Ist mein Nacken, die olle Pocke. Nee, nee, wir können. Sentry, done! Go get him, boy! Activating the Hackbot. The hack has begun. Protect the pod. Das ist ja ein witziger Bot. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass der hier so rumklimmert auf der Tastatur. Das ist Hexy. So ein richtiger Klischee-Hacker halt. Ja, ja, genau. Aus dem Klischee-Ding, dass man immer auf so Kommandozeilen dann rumhackt. Ja, mindestens. So, worst case wäre, wenn irgend so ein Sprenger die Brücke wegballert und eines von diesen Kügelchen abschmiert. Dann müssen wir den nämlich neu bauen. Patrouillenbots. Wenn man denen nicht den Kopf zerschießt, dann haben die eine Prozentchance, dass man sie hacken kann, sobald man ihnen die Lebenspunkte wegradiert hat. Und dann kämpfen die für uns. Aber wenn man ihnen nicht auf den Kopf schießt, dann nehmen sie fast keinen Schaden. Das ist ein bisschen doof. Oh. Idiot. Natürlich, ganz kurz vor Schluss. Ja, doch, passt. So, und jetzt beginnt der ekelhafte Teil. Kommt da noch rüber? Ja. Jetzt beginnt der ekelhafte Teil. Wir können versuchen, hier oben zu bleiben. Nee, das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Was müssen wir jetzt machen? So, den holen wir jetzt gleich auf seinem Schild hier, denn... Wie heißt denn der auf Deutsch? Ich hab's vergessen. Den Bewahrer. So, jetzt. So, dann brauchen wir irgendwo... Oh, da kommen hier zwei... Deckung. Nein. Alex? Möchtest du zu mir kommen? Ich glaube, ich habe hier den perfekten Punkt, um den zu bekämpfen. Ja, ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Da komm mal her. Komm mal zu mir. Ich sehe nur einen Zwerg, wo ist der andere? Der andere Zwerg ist hier. Am Ende vom grünen Laserstrahl. Wir sind ja beide jetzt zumindest mal da.
So, bau mal hier hin einen Turm aus deinen Plattformen. So irgendwie 6 oder 8 Plattformen hoch. Ach so. Ja, dann können sie mich dahinter verstecken. Vor dem Vieh. Das ist gar nicht mal so sinnlos. So, und dann wieder so ein schönes T. Hier irgendwie so ein. Von da so ein paar dran. Das ist ja. Sieht so ein bisschen aus wie so ein englisches Frühstück hier. Ne? Fehlt nur noch hier die Honigcreme drüber oder so. Oh, genau. Und in die andere Richtung vielleicht auch noch eins. Und dann kannst du da oben drauf wieder deine Geschütze stellen. So. Wenn dem sein Schild unten ist, dann fängt er an, so ganz lustige Sachen zu machen. Zum Beispiel hat er an den Ecken von dieser Pyramide gehen so Lüftungskammern auf. Da müssen wir reinschießen, während er sich dreht. Gleichzeitig seht ihr hier. Da, wo ich drauf stehe. Diese runde Scheiße da. Davon hat er 4 Stück. Und da kommen so riesen Roboterarme raus. Und die möchten uns entweder aufspießen oder beschießen. Und deshalb auch diese Deckung. Wenn wir hier unter diesen T-Ärmchen stehen, dann sehen die uns nicht. Und selbst wenn sie uns aufspießen wollen, bleiben sie oben drüber stecken. Und wir haben hier alle Ruhe der Welt. Und können ungestört nachladen. Weil hier würde ich nämlich die Resupply-Pots hin tun. Ja, dann. Wenn die Sprenger hier nicht rumhopsen. Okay. Oh Gott, so, sobald. Ist nicht dein Ernst. Wenn wir dem seine 4 Lüfterklappen weggeschossen haben, dann seht ihr diese Dinge, die aussehen wie so ein Auge. Ne? Und davon geht eins auf und da müssen wir dann reinhalten, bis es wieder zugeht. Und da bist du mit dem Granatenwerfer echt prädestiniert. Ansonsten hauen wir mal die Dinger da weg und gucken, was passiert, oder? Ja, weg damit. Wird schon schief gehen. Ja, klar. Achso, nach jeder Phase explodiert er und schickt uns fliegen, so wie dieses komische mit der Bohrraupe. Und Melee Range ist nicht. Das mag der nicht. So, da müssen wir jetzt reinschießen. Er dreht sich ein bisschen schneller, kann das sein, genau? Naja, mit jedem, was zugeht. Also, ein bisschen drehen. Ja. So, jetzt ist das Auge da hinten aufgegangen. Da was leuchtet. Genau, den gebe ich jetzt. Und jetzt geht das nächste auf irgendwo, weißt du, der hat so gegenüber. Von Zeit zu Zeit. Oder je nachdem, wie viel er Schaden kriegt, wechselt er das Auge. Das kann auch sein. Weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Hauptsache reinschießen. Steht zwar noch immer noch kein Auge, aber. Da, wo rotes Licht rauskommt. Okay, ja. Okay. Soll das Auge mal hier aufmachen? Ja, das wäre nicht schlecht. Da hast du einmal die halbe Runde umlaufen, dann mach das nächste Auge. Oder, nee, geht wieder zurück in die erste Phase. In diesen Zwischensequenzen macht er dann komische Sachen. Entweder spawnen Schredder oder seine Patrouillenbots oder so Scharfschützentürme.
vergiss nicht, deine Geschütztürme nachzuladen. Ja, keine Muni mehr. Unten in Deckung. Ist direkt ja, ein Pott drin. Ich will das alles wegmachen. Alles klar. So wenig wie möglich Muni vergeuden. Wir haben Muni noch. Wir haben noch. Wir können noch einen zweiten Turm rufen. Nimm dir ruhig. Dafür wollte ich noch zwei übrig haben. Für diesen Kampf. So, Knetkopf. Oh, es funktioniert sogar. Ha! Ich kann das TNT ranschmeißen. Ja, das kannst du. Du musst nur schnell wieder weg. Hast du die Blitze gesehen, die er auf seiner Plattform hatte? Ja, irgendwas war da. Die sind fies. Genau die Blitze. Noch mal den zweiten Versorgungsstich von hier, ne? Oh ja, die sind lustig, die Dinger. Da rauslaufen, bitte. Oh, fuck! Das sind sich teleportierende Bomben. Die sind nicht cool. Und die verfolgen uns. Und die spawnen immer da, wo wir gerade stehen. Sprengscheiße hier. Down. Yep, ich komm nicht holen. Oh Gott, oh Gott, okay, das ist schon so explodiert. Warum ist alles so rot? Weil die überall... Alles guckt uns an. Wer Bock hat, kann mich nochmal holen. Ja, warte mal, ich komme zu dir. Ich brauche Munition. Mal die wegzunehmen, die. Oh Mann, ey, da willst du jetzt sicher kommen gehen und dann kommt wieder so eine schöne Bombe. Ich bin schon wieder down. Keine Ahnung. Moment. Ihr liebt mich. Die stehen auf mich. Du musst dich auch ein bisschen bewegen mit den Bomben. Es reicht, wenn du drei Schritte zur Seite gehst, dann bist du außer Reichweite. Und warten, bis der nächste Ton kommt, dass er landet. Aber ich hab ihn. Ja, also, sehr schön. Da leuchtet er noch ein bisschen lila. Pyramide tot. Ja, ja. Guten Flug. Oh. Kleiner Zwerg zu neugierig. Was passiert denn da? Deckel geht auf. Ich hab's geschafft. Ich steh auf dem Deckel. Nimm mich mit, gehört es mir. Ja. Das ist ein scheiß Ding, aber er ist so unter Rar gemacht. So, wo sind sie? Im Juli. Wird er wieder oben drauf gebaut? Das passt. Ah ne, tatsächlich ist wieder oben drauf gebaut. Ha! Im Juli hat Oberbodenbeleuchtung jetzt da. Ach, den zerschreddert er nicht, aber die armen Elfendinger da zu Weihnachten, die macht er platt. So, wo geht es nach Hause? Feintechnologie, die muss so, ausgelesen werden. Achso, auf den drücken hier, ne? Ja. Hang in there.
Und das hat doch gar nicht wehgetan. Naja, für die meisten von uns. Aber ich mag die irgendwie, diesen Typ Mission. Die sind nicht so ganz ohne, ja. Vor allem jetzt halt mit Stufe 3. War natürlich nochmal ein bisschen fieser. Vor allem, wenn der Alex seinen Granatenwerfer voll ausgerüstet hat, dann braucht er irgendwie 3 Schuss, um so ein Auge wieder zuzumachen. Und dann kann man sich da ganz gemütlich zurücklehnen. Vorausgesetzt, man trifft. Naja, da gibt es aber später ein Upgrade für den, dass du praktisch keine Schussverzögerung mehr hast. Also hier Dingens erhöhte Projektilgeschwindigkeit von den Granaten. Und dann ist das kein Problem mehr. Boah, was ist das? Denn du hast einen Haufen Zeug im Nacken gehabt. Komm mal auf hier! Muss mal weg. Mal, ich mache hier mal so ein Schild und dann kann man es da hinstellen, an der Nase bohren. So, dann explodieren wir den Explodierer halt mit Explosivzeug. So, gut. Schön. Unsere erste richtige Mission. War doch mal was anderes. Was gab's sogar noch Schiefer? Was ist das nochmal? Ihr kriegt Erfahrung und Ressourcen, wenn ihr diese Missionsreihe abschließt, beziehungsweise müsst ihr selber gucken, ich weiß es nicht auswendig, aber ganz Belohnung steht sein, unten drin. Da gab es auf jeden Fall 14.000 Erfahrung. Für... Ich weiß immer nicht, was links und rechts ist. Mit das rote ist das Charakterlevel. Genau, da gab es 14.000 für. Ja, das ist in Ordnung.